Unser Special zum Zweiten Weltkrieg im Münsterland führt uns diesmal auf den Hof Appels an der Weseler Straße. Es handelt sich hierbei um ein altes Hofgelände aus dem 16. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde es zur Zollstelle und Brennerei umfunktioniert. Am 2. April 1945 war hier das Hauptquartier der alliierten Truppen. Hier treffen wir die beiden Historiker Malte Berndt und Thomas Köhler. Es geht um die letzten Kriegstage im Münsterland. Auch in Münster hat sich kurz vor dem Kriegsende noch Dramatisches abgespielt. Beispielsweise Aalen und in diesem Zusammenhang auch Beckum gab es die aus heutiger Sicht sehr gute, sehr clevere Entscheidung, diese Stadt zur Lazarettstadt zu erklären. Damit gab es keinen Beschuss mehr von Alliierten. Somit sind dort Leben gerettet worden. Besonders dramatische Situationen hat es einerseits eben hier in Münster gegeben, aber noch in noch stärkerem Maße beispielsweise in Greven und in Lengerich. In Greven sind bei der Eroberung über 100 Menschen auf beider Seite gestorben. Lengerich war die erste Stadt, bei der die alliierten Truppen auf verminte Straßen gestoßen sind. Und auch hier sind mehrere Dutzend Personen auf beiden Seiten bei der Eroberung noch einmal ums Leben gekommen. Ja, die Alliierten haben in der Nacht vom 30. auf den 31. März 1945 versucht, den Bürgermeister, den damaligen NSDAP-Oberbürgermeister Albert Hillebrand zu kontaktieren. Sie haben ihn in seinem damaligen Bunker nahe des Franziskushospitals eben telefonisch auch erreicht. Er war da also mit seinem kompletten Stab noch im Diensteinsatz. Und Herr Hillebrand hat allerdings entsprechend Versuche einer friedlichen Übergabe, einer bedingungslosen Kapitulation verweigert. Er hat auf die deutsche Heeresleitung verwiesen, er verwies darauf, er sei nicht zuständig, was so allerdings nicht stimmt, denn wir wissen, dass die Alliierten sich also per Flugblatt und auch anderweitig sowohl an Wehrmachtskommandanten, Wehrmachtsangehörige als auch Oberbürgermeister wandten. Er hat sich somit also, kann man sagen, aus der Affäre gezogen. Die Alliierten haben Flugblätter abgeworfen. Wir zeigen eins davon der neuen Ausstellung, wo steht Widerstand ist Selbstmord. Und genau das ist in vielen Fällen leider passiert. Und nur dort, wo sozusagen ein letztes Fünkchen Vernunft gewaltet hat auf deutscher Seite und die Kapitulation eingegangen wurde, wurden Leben gerettet. Also hier zeigt sich zum Kriegsende in der Region ganz besonders noch einmal das Thema der Handlungsspielräume und das Thema der Verantwortung von handelnden Personen. Die Erzählung vom Schloss Wilkenhege aus einem Erinnerungsbericht, dass hier nochmal durch einen Hauptmann entsprechend eine Einheit von Münsteraner Abiturienten, Hitlerjungen, Luftwaffenhelfern in den Endkampf praktisch geschickt worden ist und hier größtenteils auch ihr Leben verloren hat. Genaue Zahlen für Wilkenhege sind jetzt nicht bekannt, aber es gibt eben die Überlieferung, dass entsprechend Panzer auf den Schlosshof gefahren sind und dort alles kurz und klein geschossen haben, sodass nicht davon auszugehen ist, dass es überhaupt im Vorhinein irgendeine Chance gab, noch dass da besonders viele überlebt haben. Nachdem diese beiden Positionen eingenommen worden sind, hier in Mecklenbeck und wiederum bei Nienberge am Rüschhausweg, war der Widerstand verhältnismäßig gering. Man ist dann in den Häuserkampf gegangen. Es hieß dann in den alliierten Quellen mopping up from house to house. Der Widerstand dann ist eben nur noch vereinzelt vorgekommen. Man muss da mit Volkssturmleuten, bewaffnet mit Panzerfäusten rechnen. Also gleichwohl eine reale Gefahr auch für die britische Panzertruppe, die hier in Münster eben entsprechend eingerückt ist. Wir wissen, das ist überliefert aus den alliierten Quellen, die wir jetzt im Zuge dieser Recherchen neu angeschaut haben, neu entdeckt haben, dass es an mehreren Stellen in Münster zu Scharfschützenschuss gekommen ist. Bei heute Otto Beresa gab es damals auch ein Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager. Ja. Das ist auch nicht unbedingt so bekannt. Und hier in der Stellung wurden ja auch einige Kroaten eingesetzt, die eben ums Leben gekommen sind. Also auch entsprechend am 1. und 2. April. Und die waren möglicherweise da untergebracht oder hier in den Baracken. Ne? Das lässt sich nicht genau sagen, aber der Zusammenhang ist eben schon mal naheliegend. Übergang Grinkerode,
da ist auch eine große Flakstelle. Münster-Mecklenbeck, am Ende des Wegs zwischen dem jetzigen Wacker-Sportgelände und der Wohnbebauung an der Egelshofe, befindet sich dieses Haus. Es ist ein Relikt der Wohnbaracken der einstigen Mecklenbecker Flakstellung. An diesem Ort hat sich bei Kriegsende eine Flakstellung, die Flakstellung Mecklenbeck, befunden, ein Teil einer Großbatterie, die eben am Rüschhausweg und bei Haus Uhlenkotten lag, ein Teil dieser Batterie eben hier vor Ort. Und mit dieser Flakstellung wurden ebenfalls Verhandlungen aufgenommen für eine friedliche Übergabe der Stadt Münster. Einerseits dieser Flakstellung für sich genommen, aber auch der gesamten Garnison Münsters. Also das ist praktisch der zweite Versuch, die Stadt Münster friedlich zu übergeben. Auch diese Verhandlungen sind gescheitert, weil der damalige Oberstleutnant Ufer, der Kommandant dieser Stellung, Verhandlungen verweigert hat und sich darauf bezogen hat, dass er seinen Befehlen gehorchen müsse. Kurz darauf hat man ihn noch gesehen, haben ihn die Alliierten, die hier in dieser Stellung waren als Verhandlungspartner, der Verbindungsoffizier entsprechend, kurz darauf hat man ihn noch gesehen, wie er mit seinem Stabsauto hier diese Stellung verlassen hat. Also ganz im Gegenteil, er hat sich auch seinen Befehlen entzogen und ist auch mit dafür verantwortlich, dass in Münster eben nochmal diese annähernd 100 Toten auf beiden Seiten zustande gekommen sind. Dieses Gebäude hinter mir ist eine ehemalige Baracke, eine Mannschaftsunterkunft derjenigen, die hier in dieser Stellung eingesetzt waren. Das waren Luftwaffenhelfer deutscher Staatsangehörigkeit. Darunter waren allerdings auch kroatische sogenannte Flak-Soldaten bzw. sogenannte Hilfswillige. Wie hilfswillig die waren, kann man sich an einer Hand abzählen. Denn sie wurden zwar von der Wehrmacht in Kroatien bzw. überhaupt in den Ostgebieten, auch in Russland, entsprechend angeworben, aber hatten am Ende nicht so wahnsinnig viel Entscheidungsfreiheit darüber, ob sie hier nach Deutschland kommen und hier arbeiten oder eben auch für solche Einsätze an der Flak eingeteilt wurden. Und genau das ist dann entsprechend passiert. Mindestens fünf Kroaten, die genaue Zahl ist schwer zu ermitteln, sind auch in dieser Stellung hier in Mecklenbeck bei Kriegsende umgekommen. Und auch einige Deutsche, eine Zahl von ungefähr 10 Soldaten, ist nicht ganz genau zu sagen, liegt hier direkt in unmittelbarer Umgebung auf dem St. Anna Friedhof, hier auch in Münster-Mecklenbeck. Man hat tatsächlich eine Telefonverbindung herstellen können zum Franziskusbunker damals, also in unmittelbarer Umgebung des Franziskus-Hospitals, und dort war der Oberbürgermeister Albert Hillebrand noch mit seinem kompletten Dienststab eben im Einsatz und konnte telefonisch kontaktiert werden, wurde auch erst am 4. April gefangen genommen. Das heißt, man hatte ihn da vorher schon entdeckt, ihm aber angewiesen, so lange im Bunker zu bleiben, und am 4. April hat man ihn dann festgesetzt. Er ist anschließend in die Internierung nach Recklinghausen dann gegangen. Er blieb am Ende unbelangt, er blieb straffrei, ist 1960 verstorben, und in einem Nachruf hat die Familie eben auch noch seine ethische Grundeinstellung lobend bekundigt. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht mit der Situation bei Kriegsende überein, das ist nicht in Einklang zu bringen. Er ist mitverantwortlich dafür, dass hier 100 Menschen noch zu Tode gekommen sind, völlig unnötig, und insofern kann von ethischer Grundeinstellung eigentlich keine Rede sein.